Ja, hier ist, habe ich, jetzt habe ich das schon fast vergessen, wer ich bin. Gott, oh Gott, oh Gott. Und was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich jetzt sagen? Hier ist Kurdi nochmal, ne? Sag ich auch immer, ne? Damit man das weiß, wer hier ist. Ne? Und ich habe im Fernsehen drin, da war neulich wieder eine Sendung, ne? Ganz interessant, so waren Experten eingeladen, ne? Und die haben darüber geredet, dass Männer oder sogenannte Männer, die können jetzt auch Kinder kriegen, ne? Haben die erzählt, ne? Und ich glaube, dass ja, was die da sagen wollen, das sind ja wirklich Experten, ne? Und die haben da jetzt so eine Möglichkeit gefunden, dass die Männer, die werden irgendwie so umgebaut und die können irgendwie Kinder kriegen, ne? Gertrud schüttelt schon immer mit dem Kopf und ist verrückt, verrückt, ne? Aber das haben die jetzt irgendwie geschafft, dass die Männer die Kinder kriegen können, ne? Auch mit so einem Bauch und so, ne? Und ich wollte, ich irgendwie, ich glaube das ja alles, ne? Aber irgendwie verstehe ich das nicht, ne? Wie die Es gibt ja auch so viele, viele, viele was, Geschlechter oder so heißt das, ne? So peinlich irgendwie, ne, hier. Das ist so viel, die haben gesagt, jetzt da in der Sendung drin, das gibt über 100 oder 1000, weiß nicht, verschiedene Geschlechter, ne? Ich verstehe das alles gar nicht, ne? Entweder hat man da so ein Schniedel hängen, da irgendwie, ne? Und so ein Schniedel hängen und oder nicht, ne? Und dann ist es doch irgendwie klar, dass ich das bin oder das bin, ne? Und jo, irgendwie. Ich komme da gar nicht mehr mit, ne? Diese moderne Welt, weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, ne? Aber irgendwie, naja, wenn die das machen wollen, ne? Wenn die Männer die Kinder kriegen sollen, ne? Dann, jo, es ist alles so verrückt, 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 da komme ich gar nicht mehr mit. Aber das wollte ich nur mal erzählen, nicht? Was sie dort so alles forschen und die Experten erzählen. Nicht? Jo, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.